Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Escapist. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der letzten Folge haben wir unsere Zelle ein bisschen abgehangen. Der hat einen Plömpel in der Hand, Leute. Ist das in Ordnung für euch? Darf ich auch einen Stab oder sowas? So, ich will jetzt auch mein Blatt Papier in der Hand halten. So, ich habe Blatt Papier in... Oh, ich hätte fast wieder hingekloppt. So. Okay. Nee, das will ich nicht. Alter, der hat ein Messer ausgerüstet, Junge. Na, aber nicht wahr. Ah, das will ich nicht. Ich will hier anquatschen. Oh, das brauche ich. Danke. Das ist gut. Jetzt haben wir schon mal zwei. Dann haben wir schon mal so einen Schneider. Dann könnten wir vielleicht dann die Nacht probieren, oben ranzukommen, da an unseren Ventilatorschacht. Futter. Ich brauche was zu essen. Gib mir Essen. Komm, macht mal Platz da vorne. Hier, danke schön. Hahaha, ich bin der Zweite. Leider nicht schnell genug. So, ich bin fertig. Guck mal, ob ich jetzt Ärger kriege, wenn ich hier rumrenne. Man wurde schon wieder verhauen. Das muss da rein. So, jetzt gucke ich gleich nochmal auf C wie Craften. Wir brauchen dafür noch Duct Tape. Gucken wir mal, ob irgendeiner Duct Tape hat. Hast du Duct Tape? Ja. Ah, verdammt, ich habe kein Geld mehr. Nein, er hat Duct Tape. Okay, merken. Es gibt Leute, die Duct Tape haben. Ich habe nur geguckt. Kann ich eigentlich auch in die Krankenstation rein? Habe ich meinen Job noch? Eigentlich ist die Frage. Gibt es hier denn eigentlich auch einen Zeitplan, wo ich drauf drücken könnte? Oh, was ist denn hier los? Hundewächterbüro. Ah, ist ja cool, kann ich gucken. Ja, genau, ich würde mal gucken. Okay. Lüftung. Alles klar, warte mal. Etage 1. Wir sind gerade unten. Da bin ich Lüftung. Oh Gott. Was ist denn da hinten? Vielleicht kann ich mich dann irgendwie versuchen, hier rauszubuddeln und dann... Okay. Wir versuchen das einfach mal. Wir brauchen erstmal wieder Geld. Das heißt im Endeffekt, ich gehe jetzt mal gucken. Weil wir müssen ja irgendwo weit nach oben und nach rechts. Kommen wir denn dann da raus? Tag hier, wa? Ja, hier würden wir rauskommen. Kommen wir da auch so hin? Einfach so abdampfen können wir ja auch nicht, ne? Entkommen. Darf ich nicht? Okay. Krieg ich jetzt Ärger? Okay. Es tut mir leid. Wow, 41. Wir haben jetzt schon gedacht, ich will abhauen, wa? Darf ich hin? Oh, ich bräuchte jetzt bloß noch eine Schippe. Hier anfangen zu graben? Ey, das wär's ja. Was bräuchte ich denn für eine Schippe? Lass uns mal gucken. Auch Duct Tape halt, oder? Okay, kann ich nicht. Okay, da bräuchten wir einen Griff. Wie gesagt, ich würde mal sagen, wir machen erstmal den hier. Da können wir bestimmt auch gleich mehrere holen, ey. Das ist ja... Dann brauche ich mich ja gar nicht rausschneiden. Ja doch, dann kann ich mich rausschneiden. Alter, ja, auf jeden... Dann mache ich mir bloß das Teil und dann kann ich mich hier rausschneiden. So zack, 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 zack. Komm, wir machen das. Wir machen da so eine Schere da. Ich brauche noch Geld für Duct Tape. Das heißt, wir müssen arbeiten. Dann ist eine Arbeitszeit. Andere Frage, habe ich meinen Job noch? Ja, ne? Oder? Ja, habe ich noch.
Wann ist Arbeitszeit? Los, sagt's mir. Ich will arbeiten, ich brauch Geld, ich brauch Duct Tape. Mittagspause, ich muss runter. Ah, falscher Raum. Ah, siehst du, ich kann ja natürlich auch kackendreist, wie ich bin, wenn den Leuten gucken, ob die Duct Tape da irgendwo zu liegen haben, wa? Na, das geht natürlich auch. Mach Platz, ich brauch. Nein, geh weg, ich will essen. Lass mich. Jetzt aber. Okay, wir setzen uns wieder zu Murphy. Wir haben ja viel zu wenig Geld. Das heißt im Endeffekt, ich werde jetzt mal kackendreist, wie ich bin, die Situation nutzen. Und mal kurz ein paar Zellen durchsuchen. Alter Schwede. Brauche ich. Ja, ich bin weg. Arbeitszeit mache ich. So. Rot. Blau. Grün haben wir. Alles richtig. Diesmal habe ich es ja gecheckt. Aber viel rot. So. Kriege ich dann noch mehr Geld, wenn ich mehr mache? Nö, wa? Bestimmt nicht. Glaube nicht. Lass mich. Gut. So, jetzt brauche ich noch. Habe ich noch genug Platz im Inventar? Natürlich nicht. Kann ich. Muss ich das Zeug immer mitschleppen hier? Nee, ich will das aus. Weglegen. Räumt das Kinder weg, sag mal. Muss ich das jetzt. Das kann ich jetzt nicht. Kann ich die nicht irgendwie wegmachen? Hallo. Abwurf, ja. Aber wohin? Und schmeiße ich das jetzt jedes Mal hier hin, oder was? 5 Abwurf. Hier ist kein Platz, weil da schon was liegt. Okay. So, habe ich jetzt schon Geld bekommen? Nein. Aber. Nee, da war ich ja schon. Oh oh. Ja! Egel brauche ich bestimmt auch. Naja, Sportzeit brauche ich nicht. So, ach Mist. Warte mal. So, dann können wir das nehmen. Das kommt da rein. Halt, warte mal, wir können gleich mal. Nimm das. Leg das da rein. Wir brauchen noch das. Können wir uns jetzt nämlich endlich hier das craften. Nice. Dann können wir das die Nacht nämlich schon mal probieren. Ob wir uns dann was bauen können. Nägelfeile habe ich noch. Platte. Warte mal, was haben wir gebraucht, um den zu bauen? Platte und Duct Tape. Wir brauchen noch mal Duct Tape. Aber die Platte werden wir behalten. Ich habe schon einen halben Stern, weil ich nicht da war, wa? Kann ich auch Sachen verkaufen eigentlich? Waffe. Guck mal, den lassen wir ausgerüstet. Zutat. Guck mal, nimm das mit. Die Socke brauche ich jetzt nicht. Okay. Duschzeit. Ach, ist ja oben. Mist. Ja, ich gehe schon duschen. Mach keinen Stress. Bin gleich da. Ich hab schon einen halben Stern. So GTA-mäßig, wa? Ja, los. Säubere er mich richtig schön abschrubbeln, immer schön mit dem Hintern an der Wand bleiben, ne? Ihr wisst Bescheid.
Alles cool jetzt, Arbeitszeit. Ich muss Abendbrot. War ja schon arbeiten. Oh. Was habe ich gesagt? Wir werden uns dann erstmal durchschneiden. Ich denke mal mit dem einen Seitenschneider. Da ist halt die Frage, kommen wir die Nacht überhaupt bis dahinter? Habe ich jetzt schon mein Geld? 40. Ja. Hast du noch was für mich hier? Was Geiles? Ach, 60. Verdammt, Mann. Sei mal nicht so. Habt ihr noch irgendwas für mich? Den Griff brauchen wir für die Schippe. Soll ich das schon mal ausgeben? Nee. Ich werde mal noch warten, weil kann ja sein, dass wir sonst... Was hast du hier noch so unten? Würdest du gern erfahren, wie man flieht? Sage mir einfach, welche Fluchtmethode dich interessiert. Schneiden? Oh, wenn die arbeiten. Nee, ich mach das alleine. Du kannst von mir jetzt bleiben, wo der Pfeffer wechselt. Mach das alleine, sag ich dir, du. Das ist 60, ja, schade. Freizeit. Aber ich muss jetzt mal gucken. Wenn wir in der Nacht von hier aus losgehen, bis zu dem Gang und dann hoch. Aber es wäre halt sinnvoller, wenn ich noch einen zweiten Seitenschneider machen könnte, wa? Dass ich mich vielleicht schon mal durch die Schächte da oben durcharbeite, weil ich glaube nicht, dass wir bis hier hinterkommen. Aber ich werde es die Nacht probieren, ob wir da wirklich durchkommen sollten, ja? Und dass wir dann hier bloß noch rausgehen und dann so schneiden wir uns hier heimlich in der Ecke raus. Aber hier wird dann bestimmt die Scheinwerfer ansehen, verdammt nochmal. Ah, ich werde es probieren. Das ist denn der grüne Pfeil? Wo soll ich denn hier hin? Hä? Eine Pfeil zeigt. Was möchtest denn du? Ich weiß gar nicht, was du willst. Warte mal, kann ich jetzt nicht auf die Karte? Nee. Nee, okay. Komm ich hier unten irgendwo raus? War das M für Map? Was zeigt denn der mir hier an? Ist das da? Insassennotiz, wie komme ich da hin? Ah, guck mal noch. Rechts runter. Ah, okay. M für Map war das. Ich komme hier rechts doch raus. Und dann kann ich da hin. Ah, okay. Eine Insassennotiz. Aber zu den Hundis muss ich nicht, oder? Nee, Gott sei Dank. Ah. Nachricht von einem Freund. Die Wärter patrouillieren an den Zaun, an diesen Zaun nicht. Er ist der perfekte Ort zum Fliehen. Sei aber vorsichtig, die Wachtürme sehen, wenn man sich tagsüber an den Zäunen zu schaffen macht. Nutze Werkzeug wie Seitenschneider, Pfeilen. Ah, okay. Also an dem hier ist es sinnvoller, ja? Gucken wir nochmal. Ist der Weg vielleicht sogar kürzer hier, wa? Sag mal, wenn ich jetzt hier lang gehe, muss ich mich aber vor den Leuten verstecken. Gibt es eine Kamera auf dem Weg? Ich brauche eigentlich nur stracks nach rechts gehen. Das wäre natürlich auch ein Ding, wa? Zeigt mir der grüne Pfeil schon wieder eine Notiz? Nee. Du, nee, du bist mir egal. Ich mach das alleine. Hast du nur was Geiles für mich? Ich brauch das, gib mir das. Hier, warte. Ich will... Nee. Kann ich denn das nicht verkaufen? Was, wenn ich jetzt das mache? Nee, ich kann dem bloß Geschenke geben. Ich will dem keine Geschenke geben. Gib mir mal... Was hast denn du hier noch? Ich will irgendwas Sinnvolles haben. Irgendwas Geiles. Kekse! Okay.
Was eine Maus? Was ist das da? Tü-tü-tü. Metallplatten sind natürlich auch geil, aber dürfte ich jetzt nicht durch so einen Metalldetektor laufen? Hier steht auch hier erstmal, wo ihr Bock habt, da. Naja, wir sind doch alle hier. Ja, später den Wächtern. Bitte vergesst nicht, ihm zu danken. Okay. Es hat sich was Interessantes getan. Was denn? Wenn ihr später den Wächter seht... Okay, vergesst nicht, ihm zu danken. Das habt ihr schon gesagt. Können wir jetzt gehen? Aber vorauszubrechen. Ein bisschen wenigstens. Das Ding ist bloß, wenn die mich jetzt erwischen... durchsuchen die dann auch meine... Ach, hätte ich hier da unten lang gehen können. Durchsuchen die dann auch meine Zelle und alles... Ich verliere dann alles, oder? So, die laufen jetzt hier draußen rum. Eigentlich will ich jetzt nur das Ding mitnehmen. Das kann da rein. Okay, da müssen wir jetzt beobachten. Hier oben laufen zwei lang. Ah, ich komme gar nicht raus aus meiner Zelle. Alles klar, okay. Also muss ich das doch hier probieren. Oh, das ist ja ungünstig. Okay, ich muss es anders hinstellen. Alter Schwede, 85. Achso. Wie viel brauchen wir, um das aufzukriegen? Alter, da brauche ich ja den ganzen Seitenschneider, wa? Wow. Das ist heftig. Aber wir könnten dann nach hier unten. Warum läufst du hier die Nacht noch rum? Das finde ich ja schon wieder kacke, mein Freundchen, du. Und oben, wo ich mir eigentlich gedacht hatte, kommen wir hier auch ganz easy durch, also lang. Also wir brauchen noch mindestens zwei Seitenschneider. Nee, so weit komme ich hier nicht. Alter Schwede, ist das ein Weg, ey. Ich komme da nicht hin. Also ich müsste es probieren. Was ist denn hier? Ich müsste probieren, wirklich dann nach hier zu kommen. Mich hier rauszuschneiden, aber dann ist ja der Eimer da. Was soll denn das? Hausmeister Krause, kannst du mal weggehen? Oh, das zerstört schon wieder meinen Plan. Das geht gar nicht. Mist. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Seitenschneider. Das ist schon mal logisch. Und fällt das denn jetzt nicht auf, dass das da so ist, wie es ist? Muss ich mal gucken, Craft. Gibt es auch irgendwie Abdeckung oder sowas? Was ist denn hier so? Was? Kistenboden? Zutaten? Teetasse? Provisorisches? Ach, provisorische Leiter? Manikürset? Echt jetzt? Topfpflanze? Falsche Blume? Besucherset? Okay. Aber auch mischt jetzt aus wie irgendeine Abdeckung, Musik. Ah, hier doch. Falscher Lüftungsdeckel, was ist das denn? Okay, jetzt hätte ich vielleicht fette Feuer machen sollen, wa? Ja, Leute, aber schön, dass ihr dabei wart. An dieser Stelle endet die Folge auch The Escape ist 2. Wenn es euch gefällt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da.
Dann verpasst ihr keine, und ein Abo, dann verpasst ihr auch keine zukünftigen Folgen mehr. Haut rein, bis zum nächsten Mal.